Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TE2 im Ranglistenmodus. Fiesta ist schon gewählt. Was machen wir? Wir könnten Gear nehmen für ein Early Einkommen. Das klingt nicht schlecht. Nova. So, lass mich mal schauen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Lass mal den Madman raus. Und dann sieht es ja erstmal ganz gut aus. Ja. So machen wir das. Upgrade. Dann machen wir hier die Crab Lords. Machen Metzger mit dazu. Das klingt vernünftig. Aber er hat ganz schön viel verkackt. Eigentlich müsste das halten. Crablord sollte das eigentlich halten. Verstehe ich nicht. Das erste Wave schon an King ran. Na gut. Machen wir mal einen kleinen Split. Und gleich mal ein Robo rein. Holy shit, ey. Der hat sich gleich verstärkt. Also wenn das so viel verkackt, wie soll ich das denn halten? Das ist ja übel. Der hat ja alles verschissen. Ah, das ist gar nicht so gut. Können wir zumindest gleich mal einen zweiten bauen. Aber auch gleich mal die Regeneration hoch. Das wird sich gleich mal regeneriert hier. Also, bau doch was anderes noch hin, machen. Muss ja wirklich mal Blocker bauen. Hab Mana rausgebaut.
Okay, hier drüben ist drei Masken, Grawl, Meeresdrache. Zumindest können wir auch mal an den King ran. Das ist gar nicht schlecht. Machen wir hier eine Katze hin. Hol dir erstmal zwei Worker nächste Runde. Wieder Doppelschnecke und eine Regeneration. Achter Rocker und Bienchen und fertig. Schnecke mit raus. Ich kriege jetzt auch 5 schon 100 das End, ne? Ist auch nicht schlecht. Yosora. Hm. 90 Overbild. Dann wird mal King auf. So, das sieht doch gut aus. Casket. Okay. Das heißt wahrscheinlich King aufwerten und dann auf 9. Das macht am meisten Sinn. Und wir sammeln halt bis 9. Das können wir auch machen. Wir sind gut dabei. I am not a Gnoblin. I will... Metzger. Ja, komm, wir wollen die Metzger hin. Ganz entspannt. Es kommen langsam die 100er Sens. Aber es ist auch nur zwei King-Ups. Stecken alles in Regeneration. Die sollten lieber in die Angriffs- und Fähigkeitspunkte vom King was reinstecken. Holy shit, der hat verkacken. Und immer noch das gleiche mit den Schleim. Da hat jetzt eine Schleimfrau da stehen. Yes, my lord. Das wird spannend.
So, kommen wir jetzt nochmal neu aus Spawn raus. Sind noch Mini-Teile da und der Roboter. Oh, ich stehe, das dauert so lange. Ich habe schon 200 Mythium angesammelt. Das ist schon hart. Krieg 94 pro Welle Einkommen. Ist mehr rausgeschickt als ich. Es kommt ein 180er. Ich kann auf jeden Fall den mitschicken. Den. Ah, das gibt ordentlich auf die Fresse für uns. Aber die kriegen nächste Runde aufs Maul. So. Wir werden jetzt hier Nimbus platzieren. Und das sollte reichen. Hören wir doch mit raus, da kriegt er die Dreieinigkeit ab, auf Welle 9. Das sieht man auch selten. Aber gerade die Welle ist für die ganzen Masken natürlich super stark. Und für den Kaskill. Wächter der Meer gebaut. Ja, mega fett durch. Beide mega fett durch. Genau wie wir vorher. Da ist guter Fiesta League. Holy shit. Das ist wirklich strong. Wir bauen den Nimbus auf. So. Zack. Das sollte reichen. Sollte an sich reichen, um den Boss zu besiegen. Ich war stark von aus. Ah, kam nicht mehr raus. Dreifacher Regeneration und die Kanonierin. Soll die schaffen. Holy shit! Okay, was nehmen wir? Nehmen das. Wir machen es auf den Nimbus. So, so sieht das doch schon mal gut aus.
Sollten vielleicht auf 13 gehen. Wenn die dann so ein bisschen runterreguliert sehen. Jetzt können wir noch einen Metzger reinstellen. Dann steht vorne Upgrade, den hinten nicht. Und dann sind wir gut dabei. Mal hier ordentlich Stichschaden mit reinschicken, ein bisschen Magie. Riesenschnecken. Und Centaur ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber sieht dann im Leak aus. Ah, es wird eng. Vulkankanone, mega fett, mit eisiger Bekürung. So, wir werden jetzt ihn fett upgraden. Und hier hinten so ein bisschen. Machen wir mal die Stacks noch rein. Hundert haben wir noch zur Verfügung. Machen wir noch einen Dino rein. Bisschen Stichschaden dazu. Und so. Mehr Auswahl gibt es sowieso nicht. Aber das soll ich schon reinhauen. Mit den Riesenstecken 240. Hat wieder Oberbild. Oh, das kann er halten. Aber das kommt dann wenigstens noch durch. Sehr gut. Könnten noch 15 noch mal probieren. Wäre auf jeden Fall nicht ganz so verkehrt. Müssen nicht immer so lange warten. Okay, wir haben Split Send gemacht. Noch ein bisschen Frontline rein. So, wir wollen auf jeden Fall noch eine Katze. Wir hatten die hier mal maximal auf. Beziehungsweise den noch.
So, sind wir schon mal ganz gut dabei. Mehr geht nicht. Aber Schamane mit drin. Nahkämpfer sind drin. Der hält wirklich ganz gut dagegen, Mensch. Hallo, der scheiß Kask geht. Okay, ich halte das. Da ist Thaddeus mit Mini-Leben durchgekommen. Ja. Brauchen wir 2 Big Sends. Ich weiß nicht, ob sich 18 lohnen würde. Vielleicht 19. Dann ist ja jede Runde die scheiß Riesenschnecken sendet. Steigt halt das Einkommen. Und unsere Sens haben nicht wirklich viel gebracht. Sind wir bei der Riesenschneckensens schon durch. Dann gehen wir auf 19. Müssen ein bisschen Worker aufbauen. Die machen so kleine Sets, in Anführungszeichen. Ja, ich bin auch 970 drunter. Aber die Crablots halten ganz gut. Tausender, ey. Holy shit. Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das war's. Scheiße. Defeat.
Ja, die haben einfach unsere Sets vorhergesehen und haben dann immer overbuildet, was wir geschickt haben, und haben damit alles gehalten. Krass. Tja, war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannter Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.